Hallo, ich bin Christian und meine Tochter Leonie und unser Hund Buddy. Buddy ist wohl der einzige zweijährige Hund, der schon das zweite Mal ins Nordkap kommt. Und genau das ist unser Plan. Roadtrip zum Nordkap und durch Skandinavien. Moin, moin, moin. Jetzt haben wir Mittwoch, 5. Nacht. War wieder alles super, super geschlafen. Super auf den Campingplatz gestellt. Bilder, die werden ja folgen. So, und jetzt sind wir auf dem Weg erstmal nach... Ich habe schon wieder vergessen, mit T. Trondheim. Nach Trondheim. Und dann weiter nach Bodø, um auf die Lofoten übersetzen. Allerdings haben wir uns ganz schön verkalkuliert mit den Kilometern. Wir haben jetzt bis Bodø noch 1000 Kilometer, 900 und Kilometer. Also, das werden wir nicht innerhalb von einem Tag schaffen. So eine der vielen kleinen Fährfahrten. Natur ist natürlich auch fantastisch. Man kommt durch einen Tunnel, es ändert sich wieder alles. Auf einmal sind Berge da, es sind keine Berge da. Man hat einen Fjord neben sich, einen Fluss neben sich oder irgendwo einen Wasserfall. Das ist schon grandios. Also da bleibt dann manchmal richtig die Schmucke weg. So, jetzt mal die Atlantikstraße in Klein. Wir machen jetzt Inselhoppen mit einem Trecker hinterher. Geht aber auch mal ein bisschen anders. Das ist jetzt Trondheim. Was uns auch aufgefallen ist, es gibt keine Ampeln in Skandinavien oder kaum Ampeln. Das meiste wird über Kreisverkehre geregelt, aber zu 99% geht es ja auch nur geradeaus. So, wir haben immer noch Mittwoch und wir haben jetzt einen Campingplatz hier an der E6 gefunden und ich will euch mal die sanitären Anlagen zeigen, weil die finde ich richtig spitze. So sieht das aus. So, und nun ist das hier Toilette, Dusche, Waschbecken in einem, Becken in einem. Und das glaube ich 6-mal. Sogar mit Musik. Und das alles in 6-mal. Da stehen wir. So, dann haben wir hier so einen Waschraum mit zwei Maschinen. Alles sehr, sehr sauber. So, hier nochmal duschen für jedermann. Und einmal kochen, abwaschen. Ja.
Mikrowelle, alles da. So, das war Teil 4 unserer Reise. Wenn ihr mehr Bock drauf habt, einfach mal auf die Glocke drücken. Teil 5 kommt, ein Abo hinterlassen oder auch mal ein Like, Daumen nach oben. Würde mich freuen.